Was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntag. Ja, und heute möchte ich euch erzählen, was in der letzten Woche bzw. am Wochenende passiert ist. Und das ist folgendes. Ja, in meiner Woche ist nicht viel passiert, außer am Wochenende. Und das war speziell der Freitag. Denn da, meine lieben Freunde, kam das gute Spiel Dragon Ball Z Battle of Z raus. Sofort habe ich Fabi angeschrieben und habe gemeint, du hast auch eine PS3, du magst auch Dragon Ball Z. Wusstest du schon, am 24.12.1. Scheiße. Sofort habe ich Fabi angeschrieben und meinte, du hast auch eine PS3, du magst doch auch Dragon Ball Z. Ja, wusstest du denn schon, dass am 24.01. das neue Dragon Ball Z Spiel rauskommt? Dann meinte Fabi so, nein, wusste ich nicht. Dann meinte ich wieder so, was bist du denn für ein Knecht? Du bist doch Dragon Ball Z Fan, warum weißt du so eine Scheiße nicht? Digga! Ich bin scheiße, Digga! Ja! Dann haben wir beide beschlossen, dass wir uns das Spiel am Release Day, also dem 24.12. holen und dann die Story zusammen durchzocken und durchrushen. Wir hatten gedacht, wir rushen sie durch, aber... Nein, wir konnten sie nicht durchrushen! Und warum nicht? Das kann ich dir beantworten. Ja, mach mal! Das mache ich! Los! Ja, euch hat nämlich der Affe Son Gohan aufgeregt und an dem seid ihr nicht weitergekommen. Freezer hat euch aufgeregt, an dem seid ihr nicht weitergekommen. Und Goku hat euch aufgeregt, da seid ihr zusammen auch nicht weitergekommen. Da magst du recht haben, aber was ist dann passiert? Dann ist Fabi ausgerastet und du hast versucht, es im Singleplayer zu meistern. Du hast es natürlich geschafft, weil du der Überboss bist. Fabi ist aber klein und scheiße, der hat das nicht geschafft. Das ist eine gute Erklärung, jetzt habe ich es verstanden. Ja Leute, und so war das wirklich. Wir haben es einfach nicht geschafft, weil dieses Scheißspiel einfach viel zu schwer ist. Ich meinte so zu Fabi, ey, was ist los mit uns? Das ist ein Spiel für 12-Jährige. Warum schaffen wir das nicht? Fabi hat gelacht und wir haben einfach weitergezockt, bis wir keinen Bock mehr hatten. Wir sind jetzt circa beim Ende der Freezer-Saga, wo Son Goku sich in den Super Saiyajin verwandelt. Da kommen wir aber leider nicht weiter. Und wir wissen nicht, wie man den ultimativen Angriff einsetzt. Also falls ihr es wisst, unten in die Kommentare damit. Für die Leute, die es nicht wissen, so sieht das Cover aus. Fokussier die Scheiße. Fokussierst du das oder nicht? Zack. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Und 12-Jährige, meine Freunde. Und da ist Pilz, da ist Son Goku Gott. Und ja, hier hinten noch, falls ihr das sehen wollt. Pipapo kann man auf jeden Fall zu zweit spielen. Also die Story kann man zusammen durchzocken. Ist ein geiles Spiel, ist schwer, aber ist geil. Echt eine Empfehlung. Kostet 57 Euro, ist auch ein guter Preis für PS3 oder Xbox-Spiel. Also, falls ihr ein Dragon Ball Z-Fan seid, falls ihr eine PS3 oder eine Xbox habt, holt es euch! Ich krieg kein Geld dafür, schade. Nein, war Spaß. War Spaß. Du musst die Körperteile erstmal kaputt machen. Ach ja, riecht crazy, aber riecht geil, ne? Boah, geil. Boah, mein Controller, Digga. Ah. Ziel auf seine Körperteile, das machst du, indem du... Ne, weißt du echt, wie du das meinst? Wie es geht? Nein, du musst diese R-Taste drücken und dann musst du runter. Guck, ich stehe vor dem. Was lag? Kami! Oh, ja. Oh, der wird rot! Ja, sauber! Mir wieder. Boah. Ja, der springt hoch. Ich bin. Ey, beleb mich. Wo bist du? Egal, ich hab nochmal. Scheiße, ich glaub sowas. Egal. Was leck?
Also manchmal. Und jetzt nochmal von mir! Nochmal von mir! Oh, es leckt. Pass auf! Ja, der hat mich gehauen. Boah, wie. Aber für den Online-Modus finde ich das trotzdem ganz schön geil. Auch wenn es manchmal leckt. Hau den. Was? Mit was? Doch, klar. Siehst du doch an dem grauen Balken, der da immer verschwindet. Boah, irgendwas ist... Komm her, her! Oh, er hat uns aber auch. Guck mal, seine Beine sind schon voll kaputt. Boah. Komm her, ich bin genau vor dem. Ja! Ja, Leute, ich bitte euch nochmal dringendst, mir in die Kommentare zu schreiben, was für eine neue Rubrik in den Sonntag mit eingebaut werden soll. Da ich unter der letzten Episode nicht viele Vorschläge gesehen habe, bitte ich euch, das jetzt nochmal nachzuholen. Ja, dann habe ich noch einen Screenshot von Fabi zugesendet bekommen. Er hat auf Facebook gepostet, dass Dragon Ball Z Battle of Z ihn ziemlich aggressiv macht, weil er das nicht schafft. So, dann hat ein gewisser David, du weißt, darunter geschrieben, Fabi, wo bist du in der Story? Und jetzt kommt das Ding. Das war das Geilste. Ich hab's erst gar nicht geblickt. Ich hab's einfach nicht gecheckt. Ich war so dumm und hab's nicht gecheckt. Ich werde den Screenshot hier einblenden. Und ja, Leute. Wenn ihr den Screenshot checkt, dann schreibt in die Kommentare, also was er damit gemeint hat. Also schreibt einfach in die Kommentare, falls ihr ihn gecheckt habt. Ich fand den Screenshot nice und der musste in die Sonntagfolge. Und zwar habe ich noch was anzusagen, Leute. Und zwar habt ihr ja mitbekommen, dass in der letzten Sonntagfolge dieser Minecrafter 1905, RIP Minecrafter 1905, Diss-Track online kam. Beziehungsweise am Montag kam der online. Aber am Sonntag habe ich darauf angespielt. Jetzt kommt sozusagen die Rückrunde von Fabi. Der hat nämlich auch einen Diss-Track gemacht gegen mich. Der kommt heute online. Ich weiß zwar nicht, wie viel Uhr, aber müsst ihr einfach auf seinem Kanal vorbeischauen. Ich habe aber noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar nehmt diese ganze Sache nicht zu ernst. Denn das ist einfach nur Spaß. Ich und Fabi verstehen uns immer. Also wir verstehen uns gut. Wir skypen jeden Tag, die ganze Zeit. Wir zocken Battle of Z zusammen. Und ja, Leute, ist alles gut zwischen uns. Und dann würde ich sagen, lasst das haten. Denn das ist einfach nur Spaß. Und wer es nicht versteht, kann bitte deabonnieren. Bei mir auf jeden Fall. Denn sowas brauche ich nicht auf meinem Kanal und das ist scheiße. So Leute, das war es dann auch mit der heutigen Sonntag-Episode. Und bitte schreibt mir Rubriken, die in den Sonntag eingebaut werden können, in die Kommentare. Dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.